Jo, herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2016 in Shanghai beim großen Preis von China im Shanghai International Circuit. Eigentlich direkt, denke ich mal, zu Training 1 gehen werde. In dieser Folge ja wieder Training und Qualifying. Und in der nächsten dann ein hoffentlich erfolgreiches Rennen. Ja, ich schäme mich noch ein bisschen fürs letzte Mal. Muss aber auch dazu sagen, ja, dass ich wirklich Scheiße gebaut habe. Ich hätte einfach mal mehr auf die Guten Morgen. Ich auf die hoffe, Sie Reifen sind achten genauso sollen. gespannt wie wir auf das heutige Training hier auf dem Shanghai International Circuit. Die So, gehen wir erstmal zum Setup. Ich habe nämlich mal ein Steam Workshop Setup geladen für China im Trockenen. Und das möchte ich einfach mal ausprobieren. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme oder nicht. So, dann gehen wir erstmal in die Session Info, die Während der Trainingssessions Streckenakklimatisierung. werden wir ein paar Programme durchgehen. Details findest du auf deinem Monitor. Wie Dadurch immer erhalten wir mit nützliche Daten Medium für das Rennen Reifen. und die Werkteams. Sie sind also Mach mal viel fliegende wert. Runde. Also die Strecke von China hier in Shanghai liegt mir extrem gut. Was nicht heißt, dass ich es jetzt, wenn ich es aufnehme, jetzt genauso gut mache, ne? Bedenkt immer, auch wenn man aufnimmt, ist es durchaus etwas anderes, als wenn man nur so für sich spielt. Ich hele zwischendurch, ich gucke mal nach links auf die Zeit und dann ganz schnell eine Kurve oder eine Millisekunde Konzentration weg und schon fliegt man raus. Das waren jetzt nur die ersten vier Kurven bis jetzt. Die allerdings, oh Gott, wie dumm bin ich denn? Das meine ich nämlich, ne? Ja, und schon verhaut man hier. Naja, ich kenne die Strecke trotzdem auch noch nicht auswendig. Von daher solche Fehler seien mir vielleicht auch sowieso verziehen. Ach, das ist diese Kurve. Ach ja. Danke. Ich muss jetzt noch 105 Punkte machen, ne? Das wird natürlich nicht. Vergesst es. Also muss noch eine zweite Runde ran. Ja, erst aber direkt noch eine zweite Runde hinterher. So. Was? Ach Mann. In den nächsten 5 Minuten könnte leichter Regen einsetzen. Nein. Könnte nicht. Punkt. Boah, hier komme ich nicht rum. Okay. Ja, vergesst es. Wieder zweimal. Das gibt's doch nicht. Hier. Das heißt, lenke mal nach rechts.
Danke, Auto. So. Nur einmal so, weil ich habe gerade nach rechts gelenkt, er hat es einfach nicht getan. Also, Session beenden, Training 2. Ja, mit dem Lenken und dem Abschieb muss ich noch irgendwie was machen. Ich weiß nicht, ich habe mir andere Videos angesehen, da schlägt keiner so rum wie ich. Keiner eiert da so in der Verstecke rum. Weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das in den Griff bekommen kann. Jetzt lädt er, was eigentlich unnötig ist, weil ich eh direkt ins zweite Training gehe. Habe keine Punkte bekommen. Mache ich dann nochmal die Streckenakklimatisierung. Aber doch, wir haben ein paar Punkte bekommen. Die würden jetzt für den Luftwiderstand reichen. Wobei ich natürlich hier drauf eigentlich spare, die 500 Punkte. So, ich bin ja auch hier, um ein bisschen was zu probieren. Gehe auf erhöhten Abtrieb. Und schauen wir mal, wie es dann so läuft. Dafür ist dein Training auch da, damit man verschiedenste Einstellungen mal durchgehen kann. Habe ich zwar keine erhöhte Spitzengeschwindigkeit auf gerader Strecke, dafür kommt man vielleicht ein bisschen besser durch die Kurven. Schon zu viel gelenkt hier. Ja, jetzt verkacke ich hier schon. Ja, super. Da habe ich gerade fast in der zweiten Kurve schon zu viel gelenkt, aber da habe ich schon zu viel gelenkt. Halleluja. Bisschen aufpassen muss man natürlich trotzdem noch. Vor allem mit der zweiten Kurve, das ärgert mich extrem. Was? Der war wieder nicht drin? Ach komm schon, oder war der zu langsam? Ruhe! Also ich hab's Tor getroffen. Sehr schön. Und zack, wer kommt hinter mir? Egal. Jawohl, sogar lila, ja, was ist da los? Nein, mir fehlen! Oder? Ja, Punkt erreicht. Ja, ich habe hier allerdings einen sau langsam fahrenden Ricardo vor mir. Der mir gerade extrem auf die Nerven geht. Der mich meine Arbeit hier behindert. Und dafür habe ich einen Ehrlichen hinter mir, den das glaube ich genauso nervt wie mich. Nein! Wow! Egal. Egal, ich hatte ja die Punkte schon. Ja. Ciao. Fahre ich die noch zu Ende, dann fahre ich trotzdem in die Box und mache dann Qualifying-Tempo.
Nein, innen dran vorbei. Nein, wie doof war der denn jetzt? Ach, egal. Naja, ich sage jetzt zurück in die Garage. Auf jeden Fall gefällt mir diese mit dem verölten Abtrieb gut, ganz gut. Mache Qualifying Tempo. Wir haben zwar viel Verkehr auf der Strecke, aber bevor es wirklich anfängt zu regnen, ist das besser. So kann ich noch im Trockenen fahren. Und vielleicht, wenn es wirklich leicht anfängt zu regnen. Alter, Alter, pass auf, da ist jemand! Wow! Steht ihr da einfach rum? Und wenn das wirklich anfängt zu regnen, dann habe ich zumindest schon mal einen Vorteil im Training, was eigentlich ja nichts bringt. Besser ist es, wenn es anfängt zu regnen während der während des Qualifyings. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Man sieht schon oben an der Zeit, ich hole Zeit raus in den Kurven. Das ist halt etwas, wo man eigentlich die KI sehr gut drin besiegen kann, weil die meistens halt die Ideallinie fahren. Oder versuchen zu fahren, irgendwie halt. Und dann kann man vielleicht seine eigene Strecke so ein bisschen suchen und in den Kurven dann vorbeigehen, ein bisschen Zeit gut machen. Schneller Sektor 2 habe ich schon mal erreicht. Ich denke mal, man kann hier dran sehen, dass mir die Strecke eh ganz gut liegt. Und ich hoffe auf ein gutes Rennen. Ja, auf gerader Strecke verliere ich halt. Dafür hier, guckt es euch an. Bam. Mal eben eine halbe Sekunde gut gemacht in der einen Kurve hier. Fantastische Runde, damit haben wir unsere sekundäre Zielzeit geschlagen. Ah, nein, 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 nein. Hallo, kommst du wieder zurück? Auha! Oha, alles klar. Wunderbar, da habe ich mich aber schön verfahren. Aber ich habe es hier in dieser Kurve, habe ich fast eine Sekunde wieder rausgeholt. Nur in dieser einen Kurve da gerade. Nein, wo willst du hin? Ich habe diese zweite Runde eh verhauen, also fahr ruhig vor mich. Zwei Sekunden langsamer als eben, aber hey. Klar, bei der Scheiße, die ich mir zurecht fahre. Trotzdem habe ich hier wieder unglaublich viel Zeit gut gemacht. Ja. Nein, können. Wer nicht, wenn du fährst.
einmal kurz überschritten. Einmal kurz überschritten, macht aber gar nichts. Hier verliere ich halt wertvolle Sekunden. Ja, aber dann hier den ich mir drin haben werde gleich. Zack. Egal. Oh Gott. Oh Gott, es ist immer irgendwie eine Kurve, ne, die mich pro Runde richtig weghaut. Ach ja. Egal, perfekt. Ziel übertroffen. Verende das Reifenmanagement. Das mache ich auch noch eben. Ich mache eben auch einmal das Reifenmanagement, einfach weil ich dann das Teamziel erreicht habe. Ich versuche es bei einer Runde. Ob ich das schaffe, glaube ich nicht. Aber dass ich das schaffe, glaube ich nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich einfach nicht reifenschonend fahre bis jetzt. Boah, die war doch mal super genommen jetzt. Jetzt muss gerade nicht zählt hier. Da hier schon gleich die erste Kurve, haut schon meine Reifen oben fast weg. Oder die Anzeigen zumindest. Na, Kollege, was geht ab? Ja, auf Wiedersehen. Selbst wenn ich ja die eine Kurve gut gefahren wäre, die ganze Zeit oben ist auf Rot und wird ja nicht grüner. Ja, also von daher, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ihr werdet auch noch extrem bescheuert hier. Ja, zurück in der Garage kann man sich eigentlich gar nicht geben hier. Bei dem weiß ich halt nicht. Ich kann nicht schnell fahren und in den Kurven irgendwie Wir haben noch keine Reifen einer Rennsimulation fahren. Unterzogen. Uns stehen noch mehrere Sessions zur Verfügung. Die Zeit drängt also noch nicht, aber irgendwann. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Weiter zum Qualifying. Punkte müssten ja mitgenommen sein. Die kann ich dann eben verteilen, wenn es schon genug sind. Kriegen wir eh noch erst eine Voicemail. Wartemusik. Hier könnte ihre Werbung stehen. So, immerhin schon mal 425. Ich wollte dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. Na, dann zeig ich mal her. 18. oder besser, besiege Kevin Magnussen. Könnte auf der Strecke möglich sein, aber habe ich beim letzten Mal auch gesagt, ne? Ja, 75 Punkte noch und wir kriegen die nächste Erweiterung, die ich haben will.
Wir begrüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. War jetzt ziemlich kurz, aber passt, ne? Nee, es regnet. Okay. Wie sieht's denn aus? Was sagt denn der Wetterbericht? So wechselhaft wie es momentan ist, würde ich einen Satz Intermediates nehmen. Jetzt ist ganz schön leer. Ich würde sagen, ab auf die Strecke. Fliegende Runde, ich kenne die Strecke ja. Jetzt ein bisschen. Aber nass ist natürlich wirklich. Nass ist fies, wobei die KI bei nass meistens Scheiße baut. Weil es eigentlich natürlich in den Kurven noch mehr wegdreht als eh schon. Vor allem mich, wenn ich meine mit Mann. Oder einen, meine ich natürlich mich. Ich hab schon lange aufgehört zu lenken, ne? Da habe ich auch noch Saints vor mir, der sich auch noch, der noch langsamer ist. Der fährt ja richtig langsam hier in der Kurve. Was tut euch das mal an? Dass ich in dieser Kurve nicht an dem vorbeigehen kann. Aber ich muss. Ich muss vorbei, wie der mich ausbremst hier. Gut, der hat ja dafür auf gerader Strecke einen Vorteil. Das war knapp. Ich komme nicht dran vorbei. Das ist der Scheiß. Ja, fährt jetzt hier gleich in der Innenkurve. Zeit verloren, ne? Ja, dachte ich mir. Aber ich bin irgendwie an ihm vorbei. Alter, ich komm hier nicht weg. Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns. Hin und her geschlingert ohne Ende. Mann! Hat's denn gezählt? War denn die Runde schon vorbei? Ja, ne? Die Runde war genau hier vorbei, ne? Ich hoffe. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Oh, Rang 10. Vettel, Rosberg und Daniel Ricciardo. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Wow. 10 finde ich gut. Ich habe sowohl mein Ziel erreicht, ich habe Kevin Magnussen geschlagen. Ja, direkt weiter hier. Das ist nämlich das. Auf Regen macht die KI oft Probleme. Ich hätte jetzt auch Probleme. Aber da war das schon egal. Also von daher. Ah, wunderbar. Von Rang 10 aus morgen. Das wird ein gutes Rennen. Ich hoffe trotzdem, dass es trocken ist. Trocken ist ein bisschen einfacher. So, dann schauen wir nochmal direkt. Zack.
505 Punkte. Und die Rivalität natürlich jetzt von mir aus gesehen. Ah, er ist die anderen Sektor, aber den dritten Sektor ist er schneller gefahren. Und da hatte ich ja schon das Problem in der Kurve. Aber ich habe ganz knapp die schnellste Runde geschafft. Gleichstand. Ah, das wird noch was, Junge. Endlich steige ich hier auch mal. Zack. Weiter geht's. Ich höre schon mal die Voicemail. Hi, Emma. Währenddessen. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. 15. oder besser und Kevin Magnussen besiegen. Puh, Leute, ja, na dann. Fand ich auch ein schönes Qualifying. War auch ein recht schönes Training. Unentschieden zwischen Magnussen und mir. Das Gewicht hinter Unterboden wird noch reingebracht. So. Und dann sage ich mal, bis morgen zum Rennen. Euer Norderon.